Vor über 100 Jahren wurden die ersten Vereine in München gegründet. Seitdem ist der Fußball nicht mehr aus dem Stadtleben wegzudenken. Denn mit dem runden Leder verbindet sich eine Leidenschaft, von der kaum einer unbeeindruckt bleibt. International prägt heute vor allem der FC Bayern München das Image der Fußballstadt München. Aber auch der TSV 1860 kann auf eine große Fangemeinde zählen. Es ist doch gerade diese besondere Rivalität zwischen Bayern und Löwen, die den Münchner Fußball ausmacht. Zwar tragen Löwen und Bayern ihre Spiele in der neuen Allianz Arena in Fröttmanning aus, ihre Wurzeln liegen jedoch nach wie vor im Süden der Stadt. Also ich betreue bzw. trainiere die U19. Ich denke, München kann man sehr gut als Talentschmiede bezeichnen. Wir haben hier drei große Vereine, drei gute Vereine, sagen wir mal in drei verschiedenen Ligen. Ja, die Roten in der ersten Liga und wir in der zweiten Liga und die Hachinger in der dritten Liga. Das hat nicht jede Stadt zu bieten. Ich denke schon, dass es hier viel Potenzial an jungen Spielern gibt. Vielleicht auch durch die große Stadt hat man da natürlich auch eine größere Auswahl. Ja, das Engagement der Stadtsparkasse spielt jetzt explizit hier bei 60 eine wichtige Rolle, weil das unser Partner ist. Wir haben hier einige Spieler, die jetzt parallel eine Ausbildung machen bei der Stadtsparkasse München und hier trainieren. Es ist so, dass diese Spieler vormittags zweimal die Woche freigestellt werden. Das ist für uns natürlich ein großer Vorteil. Ja, die können mehr trainieren als sonst und parallel ihre Ausbildung bei der Stadtsparkasse München machen.